Willkommen zurück zu FIFA 22. Wir spielen jetzt mit dem KAS Eupen gegen Greuther Fürth, die Mannschaft, die aktuell in der Bundesliga ganz unten steht, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo das Video hier veröffentlicht wird, eventuell schon abgestiegen ist, wer weiß. Weil ich nehme das ja Mitte Januar auf, wo noch nicht mal der 19. Bundesligaspieltag gelaufen ist. So, wir spielen hier mit dem KAS Eupen. Das ist ein Verein, der in letzter Zeit, der sogar mal ein Video von Manu Thiele bekommen hat, meine ich, weil er so eine Art Deal hat mit Katar, soweit ich weiß. Auf jeden Fall trainiert da ein deutscher Trainer, der Stefan Kramer, meine ich. Wenn mich nicht alles täuscht, heißt das so. War vor allen Dingen bekannt für sein Engagement in der dritten Liga bei Cottbus und dem KFC Uerdingen. Da war, meine ich, schon auch schon bei Arminia Bielefeld. Ja, Greuther Fürth, definitiv eine der besten Mannschaften in diesem Turnier. Jetzt Bundesligist. Das dürfte einen da nicht wundern. Ja, das Besondere an Eupen ist einfach, dass Eupen kommt aus der, oder Eupen ist eine Stadt in der deutschsprachigen Gemeinde von Belgien. Weil Belgien ist ja ein Mehrsprachenland. Die haben ja einmal die Wallonie, oder ja, Wallonie müsste es, glaube ich, heißen, die französisch dominiert ist. Dann haben sie Flanders, das ist niederländisch dominiert. Dann haben sie noch einen kleinen Streifen an der deutschen Grenze, der tatsächlich die deutschsprachige Gemeinde ist. Und dementsprechend ist auch Deutsch eine Landessprache von Belgien. Auch wenn der Großteil, glaube ich, ja, es gibt keine Karte, aber immerhin Stürmerfoul. Wenn der Großteil halt französisch und niederländisch dominiert ist, da gibt es auch immer wieder Streitigkeiten. Ich meine, wegen diesem Streit ist ja Stadionbau gescheitert in Brüssel. Die wollten ja auch unbedingt Austragungsort von der Euro 2020 sein mit einem Stadion. Lief ja in mehreren europäischen Ländern. Man merkt es übrigens auch am Namen, denn KAS steht für Königlicher Athletik-Sportclub, wenn mich nicht alles täuscht. Also es ist eine deutsche Bezeichnung und es ist auch eine deutsche Stadt, also eine deutsch sprechende Stadt. In Belgien. Fällt mir, wobei Belgien ist ja an sich ja kein Fußball-Underdog, weder erst recht nicht in der Nationalmannschaft, aber zeichnet sich eben auch aus durch seine Liga. Wobei auch hier in der Liga gibt es wahrscheinlich so vielleicht so vier Vereine, die wirklich was mitzusagen haben um die Meisterschaft. Da haben wir einmal dieses Charleroi, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, dass er jetzt, meine ich, europäisch gespielt hat, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann schießen wir kein Tor. Dann gab es, gibt es natürlich Club Brügge, das sollte klar sein. Champions League Teilnehmer. Hat auch lange Zeit Ambitionen, zumindest in die Europa League weiterzukommen. Aber dann hat sich Leipzig nochmal gefangen. Hat sie verdrängt. Dann RSC Anderlecht ist, glaube ich, ein Stadtteil von Brüssel. Müssen ja auch irgendwie vertreten sein. Ansonsten haben wir noch K. Ja, genau, diese beiden Städte. Einmal Gent und Genk. Ich meine, die eine ist niederländisch, die andere ist französisch bestimmt. Und über Greuther Fürth gibt es nicht mehr zu sagen, weil, wie gesagt, Greuther Fürth sollte allen meinen Zuschauern bekannt sein. Diese war auch eine Mannschaft, mit der wir uns rumgeschlagen haben in der zweiten Saison von Gurkentruppe Marbach. Gleich drei Duelle gab es da. Das ist das vierte im Rahmen dieses Let's Plays. Wenn auch in einem anderen Wettbewerb.
Und jetzt geht's in die Pause, torlos mit 0 zu 0. Muss halt auch mal geben. Also so cool ist dieser Verein jetzt auch wieder nicht, also spielt sich ziemlich schwer. Also wie gesagt, ich hoffe mir wirklich daraus, dass ich quasi nur mit 12 Mannschaften spiele, dass das Let's Play etwas kürzer oder dass das Let's Play trotzdem im überschaubaren Rahmen gehalten ist. Abseits. Oder, ja, Mist. Ich hätte gedacht, da hinten steht noch irgendjemand, der vor ihm steht, aber nein. Und Torwart mit vollem Einsatz. Er trägt sogar einen Helm. Ist es eigentlich neu, dass man das jetzt so originalgetreu darstellt? Ich nehme mal an, der trägt auch den echten Helm. Oder nur den. Oder nur den. Ganz klares Foul. Dankeschön fürs Pfeifen. Ja, nur weil hier wenig passiert, muss es nicht gleich fair zugehen. Ach Mist. Ja, vielleicht sollte mal hier auch ein Wechsel kommen. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Puh. Kann ich jetzt gleich nochmal wechseln? Nee, das wird mir nicht empfohlen. Dann schenke ich dem auch dementsprechend keine Beachtung. Mist. Sollte das nächste Mal einfach passen, wenn mir nichts Besseres einfällt. Oh, scheiße. Oh. So. Nach gut 20 Minuten. Letztes Mal haben wir es in der Schlussphase total versemmelt. So, sehr gut. Da gestaltet sich jetzt ein Freiraum. Aber richtig guten Schuss gibt es hier nicht. Das ist schade. Ach Mensch, Dreck. Ragotta. Der ist mir noch aus der zweiten Liga bekannt. Ja, demnächst dürfte auch Darmstadt erstmal ins Geschehen eintreten und da muss natürlich besser gespielt werden. Und ich denke mal, ich kann mit denen auch besser spielen als hier mit Karl Säupen. Würde es ja allerdings lieben gern noch den Ausgleich mitnehmen. Verlieren muss nicht sein. Ich meine, muss ich nicht zwingend gewinnen, aber ich will es nicht verlieren. So, das muss doch jetzt hier gehen. Jawohl! Rein damit! Ja, lauf halt übers ganze Feld. Was ist denn das für eine dramatische Kamerafahrt? Und die jubeln gerade so, als hätten sie das Turnier schon längst gewonnen. So, und jetzt aber bitte etwas kompakter stehen. War gerade groß auch teilweise Glück, dass Fürth so offen stand. Ach, jetzt habe ich mal wieder nicht darauf geachtet, was vor mir steht. So. Von
von außen mal versuchen. So, 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 so. Ja, das wird nichts und ich glaube, so trennen wir uns. Ja, genau, 1 zu 1 trennen sich KAS Eupen und die Spielvereinigung Greuther Fürth. Sondern haben wir ein paar simulierte Spiele. Dann geht's weiter mit HJK Helsinki gegen Dynamo Kiew. Oh, interessant. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haltet die Unschärfe und denkt daran, Freundschaft ist Magie.